Jeder Mensch hat Geheimnisse. Nur keiner hat so bedeutende wie ich. Nichts von dem, was wir hier besprechen, verlässt den Raum. Natürlich. Der Präsident hat mich mit der Gründung eines Auslandsnachrichtendienstes beauftragt. Ich habe gerade den Auftrag erhalten, nach Übersee zu gehen. Was hast du vor, die Welt zu retten? Ich tue, was ich kann. Willkommen in unserem kleinen Clubhaus. Sie müssen lernen, wie der englische Nachrichtendienst funktioniert. Ich möchte zu einem Schneider. Wie war das Angeln? Lass die Mungos frei. Gentlemen, auf die CIA. Und ihre schmutzigen Geheimnisse. Egal, was man ihnen erzählt, sie können niemandem trauen. In unserer Branche ist es so am besten. Woher weiß ich, ob ich ihnen trauen kann? Sie können die Handschuhe ausziehen. Nenn mir deinen echten Namen. Das mit dem Gentleman-Sein hat ein Ende. Wie ist dein Name? Ihr seid die Typen, die mir Angst machen. Diejenigen, die große Kriege führen. Nein, wir sorgen dafür, dass die Kriege klein bleiben. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit werdet ihr euch Einlass verschaffen, wie Diebe in der Nacht. Margaret sagt, Sie arbeiten für die CIA. Meine Frau hat eine blühende Fantasie. Du darfst nie jemandem erzählen, was ich mache. Was du machst? Ich weiß nicht, was du machst. Du gehst um 5 und kommst um 10, 7 Tage die Woche. Ich lebe mit einem Gespenst zusammen. Ich weiß gar nichts über dich. Wieso arbeiten Menschen wie wir für ein paar Pennys in einem Beruf, der uns zwingt, ständig auf der Hut zu sein, dass uns niemand beobachtet? Es geht nicht um Hingabe oder Loyalität, sondern um den Glauben an das, was wir tun. Ich habe meinen kleinen Sohn noch nie gesehen. Bist du Edward? Es muss zwischen uns nicht so sein, wie zwischen Fremden. Was habe ich Ihnen über Freunde gesagt? Steig aus, solange du noch kannst, Edward. Solange du noch eine Seele hast. Der gute Hirte.